heutigen Roblox Adopt Me Video schauen wir uns das neue Update von Adopt Me an. Und natürlich könnt ihr eines der Peacock Pets gewinnen. Wie ihr das Peacock Pet gewinnen könnt, erfahrt ihr natürlich wie immer im Video. Und vergesst nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir Roblox Adopt Me. Leute, gerade eben ist das Update aufgeploppt und ich habe es mir noch nicht angeguckt. Wir sind hier noch im Eingangsscreen und hier ist der Peacock. Wir rennen aber natürlich, Leute, zum Pet Store und gucken beim Pet Store, was er kostet. Als allererstes drücken wir Play. Wir sind Parent und da bin ich. Dann claime ich meinen wievielten Login Day Streak? 156. Nice. Nice. Bevor wir uns natürlich sowohl das Haus als auch das Furniture bzw. die Einrichtung angucken, gucken wir uns erstmal den Pfau an. Oh mein Gott, sie ist mega putzig, oder? Guckt sie euch mal an, oder ihn. Er oder sie. Bei mir ist sie, glaube ich, eher eine sie. Wir gucken. 550 Robux. Okay, Leute, sie ist definitiv zwischen einem Cerberus und einem Guardian Lion und einer Kitsune oder eben einem Robo-Dog. Wir kaufen die kleine Maus natürlich sofort und ich werde einen von diesen wunderschönen, mega, mega süßen Pfauen natürlich an euch verlosen. Was müsst ihr dafür machen? Es ist relativ einfach, Leute. Lasst ein kostenloses Abo da, like dieses Video und schreibt in die Kommentare euren Roblox-Namen. Ich werde dann auslosen einen von euch, sobald ich 20.000 Abos habe. Wie immer schreibe ich dann den Gewinner in den angepinnten Kommentar in diesem Video. Das heißt, wenn ich 20.000 Abos habe, kommt einfach zurück zu diesem Video, schaut in den angepinnten Kommentar und wenn ihr gewonnen habt, dann werdet ihr eine Freundschaftsanfrage von mir finden auf Roblox und dann könnt ihr meinen Server joinen und dann gebe ich euch euren V. Ich wünsche euch allen mega, mega viel Glück und ich hätte gesagt, wir gucken jetzt einfach mal, wie der kleine V sich so verhält. Als allererstes, wie der kleine Pfau hier geht. Bin gespannt. Das ist so süß. Die Frage ist nur, wann stellt der Pfau seine Federn auf? Frage ich mich gerade. Was müssen wir tun, dass der Pfau seine, Federn vor allen Dingen seine Federn aufstellt? Ich glaube, wir können noch keine Tricks, oder? Schade, wir können noch absolut keinen einzigen Trick. Okay, passt mal auf. Wir machen ihn jetzt doch einfach mal, ihn oder sie, also für mich ist es eine sie definitiv. Wir machen sie mal rideable. Und so viele Leute fragen mich immer, warum ich rideable sage, weil es genau so heißt. Rideable heißt reitbar auf Deutsch. Thirsty. Okay, dann gehen wir schnell nach Hause. Und man sagt ja nicht, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich mache sie reit. Passt ja nicht. Das heißt, ihr macht sie rideable und flyable, reitbar und fliegbar. Deswegen einfach nur mal ganz kurz hier Englisch mit Sandy. Okay. Wir kaufen eine Ride Potion und oh mein Gott, guck mal, wie süß sie ist. Oh mein Gott, sie ist mega niedlich. Und wir geben sie ihr natürlich. Jawohl. Bevor wir uns auf die kleine Maus das erste Mal raufsetzen, legen wir sie als allererstes schlafen, als ob. Das ist nicht euer Herz. Wie cool ist das denn? Guckt mal. Das ist ja mega süß, wie sie schläft, oder? Oha. Sie braucht außerdem noch einen Namen. Wie gesagt, für mich ist sie eine sie. Das heißt, falls ihr irgendwelche süßen Namen für unseren Pfau habt, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, jetzt ist es soweit, Leute. Wir setzen uns drauf und so gehen wir mit ihr. Oh mein Gott. Das ist zuckersüß, oder? Oh mein Gott, als ob. Es ist mega putzig. Das gefällt mir richtig gut. Oha, Leute. Jetzt interessiert es mich natürlich, wie es aussieht, wenn sie fly ist. Ich stecke fest. Dafür kaufen wir definitiv auch noch eine Fly Potion. Ich habe jetzt nochmal einen Peacock gekauft, dass ich einen Ride und einen Fly habe, denn ich möchte natürlich unbedingt einen Neon machen. Und somit habe ich dann ein Reitpad und ein Flugpad, bevor die kleine Maus dann tatsächlich Neon wird. Wir füttern ihr, Moment, die Fly Potion. Und dann gucken wir noch gleich, wie die kleine Maus in Fly aussehen wird. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt. Und wie vermutet, ist der Peacock ein Pet, der dauerhaft im Spiel ist.
Wow, das ist mega, Leute. Das ist mega cool, weil der Pfau auch in echt fliegen kann, haben wir hier keine Flügel. Ich liebe es, wenn die Pets keine Flügel haben und man letztendlich mit denen einfach nur hier rumfliegen kann. Das sieht so toll aus. Wenn wir gerade schon zum Baden müssen, hätte ich gesagt, machen wir das auch gleich. Und oha. Okay, also ich hätte gesagt, wir ertrinken fast. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, Leute, wir ertrinken fast. Aber sie kann es vermutlich vertragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir nehmen sie mal in die Hand oder auch nicht. Kommst du? Kommst du? Das klappt irgendwie nicht so wirklich. Ich kann sie irgendwie nicht wirklich in die Hand nehmen. Und dann geben wir ihr noch was zu essen und gucken gleich mal, wie das aussieht. Okay, das ist ähnlich wie andere Vögel, glaube ich zumindest. Es gefällt mir jetzt nicht so gut, aber es ist schon, also sie ist schon mega süß, oder? Und richtig detailliert. Ich bin so gespannt, was bei ihr alles Neon ist. Ich hoffe, dass auf jeden Fall das Türkis alles Neon sein wird und eventuell alles das Gelb ist. Das würde ich richtig feiern. Leute, bevor wir jetzt dann ganz kurz noch die ganzen Einrichtungsgegenstände angucken, müssen wir natürlich noch euren Peacock kaufen, den ihr gewinnen könnt. Denn, wie gesagt, mein Gewinnspiel, sobald ich 20.000 Abos habe, werde ich das kleine Mädchen oder den kleinen Buben auslosen. Macht unbedingt mit, lasst ein Like auf dem Video da, lasst ein kostenloses Abo da und schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Dann bin ich gerade schon außerhalb meines Hauses, denn wir müssen natürlich jetzt ganz kurz gucken, was das neue Haus kosten wird. Denn wir haben auch ein neues Haus bekommen zu diesem Update und wir suchen es jetzt mal ganz kurz. Hier ist es. 1.800 Bucks. Das finde ich ehrlich gesagt total in Ordnung, Leute. 1.800 Bucks? Das ist ja nichts. Leute, wir kaufen dieses Haus natürlich sofort und oha. So sieht das Haus aus. Es ist ein bisschen pink, Leute. Können wir ganz kurz vielleicht die Farbe ändern? Vielleicht so? Ja, das ist besser, Leute. So ein bisschen unauffälligeres Pink. So sieht das Haus aus und es sieht richtig schön aus. Oh mein Gott, und guckt mal, können wir hier rein? Als ob. Wir können sogar hinten ins Haus reingehen über die Terrasse. Oha, es ist relativ klein. Wahrscheinlich ist es deswegen so günstig. Und man kann hier auch hochgehen. Okay. Okay. Das ist ein bisschen komisch, oder? Oha, wir haben halt in den verschiedenen Containern, können wir wahrscheinlich einfach, ja, verschiedene Dinge haben. Nehme ich jetzt zumindest einfach an. Guckt mal. Hier haben wir quasi noch ein zweites Haus. Das ist quasi ein Haus in einem Haus. Okay. Da kann man zum Beispiel so Büro und Wohnen machen. Oder zum Beispiel so ein Pet, zum Pet-Level-Ding und ein Eigenheim oder so, hätte ich jetzt gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es einrichten möchte. Denn mir gefällt, glaube ich, mein Haus, das ich jetzt habe, besser. Aber ich glaube, man kann relativ viel draus machen. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Gefällt euch das neue Haus? Ja oder nein? Dann müssen wir natürlich noch gucken, was es alles neu gibt. Und zwar gibt es einige neue Sachen. Die sind unter der Kategorie Retro Aquatic. Das ist einmal, oh mein Gott, das sieht mega gut aus, Leute. Das ist einmal, Moment, ich muss mal ganz kurz stop editing. Ich muss mal ganz kurz meinen Peacock hier wegschicken. Denn ansonsten sieht man das mega schlecht. Wow. Das sieht definitiv richtig gut aus. Dann haben wir, was ist das? Pet Bowl. Okay, das ist eine Pet Bowl. Wartet mal, die müssen wir eigentlich so hinstellen. Wow. Die sieht richtig gut aus und seht ihr das? Unten drinnen ist auch wieder so ein kleines Aquarium. Das gefällt mir richtig gut. Dann haben wir einen Aquatic Shower. Moment, wir drehen den mal. Das ist voll süß. Das sieht richtig gut aus, aber relativ teuer. Ich persönlich bin ja eher so der Badewannentyp. Dann haben wir einen Aquatic Fridge, also das ist ein Kühlschrank. Ein Aquatic Pet Bed, das ist süß, das gefällt mir gut, da können wir unseren Pfau gleich noch reinstecken. Dann ein Retro Aquatic Crib, okay, das ist quasi ein Bett für Babys, das ist auch mega süß. Und wir haben natürlich noch ein Bett für Erwachsene, da kann ich mich dann reinlegen. Dann war es aber mit dieser Update-News, Leute. Wie gesagt, falls ihr den kleinen Peacock gewinnen wollt, lasst ein Like da,
ein Abo und schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Heute ab ca. 19 Uhr werde ich meine Trades anmachen. Alle Leute auf dem Discord-Server werden natürlich informiert werden, sobald das der Fall ist. Und dann werde ich einige von den Peacocks definitiv auch noch mit euch gemeinsam auf einem öffentlichen Server traden. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!